Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update für Season 6, fast schon Season 7 kann man sagen. Um was geht's denn? Der ein oder andere, der mit offenen Augen in World's Edge rumgelaufen ist, wird diese Dinger nicht übersehen haben und wird sich wundern, Mensch, da ist so ein Button zum Aktivieren wie bei den Luken, die wir auf dem Kings Canyon hatten, aber irgendwie passiert da gar nichts, weil sie inaktiv sind. Diese Dinge haben keinen anderen Sinn, als uns die nächste Legende in Season 7 zu teasern. Tatsächlich. Diese Teile nennen sich Gravity Lift. Gravitationslift, wir werden die Schwerkraft wohl scheinbar überwinden können. Diese Dinger sind noch nicht aktiv. Wir werden voraussichtlich im Oktober damit rechnen können. Heute im Laufe des Tages wird wohl, glaube ich, der Kings Canyon wieder aktiviert werden. Dort befinden sich auch 5 dieser Dinger. Ich zeige euch erstmal ganz kurz, bevor ich ins Detail gehe, wo man diese Teile überhaupt alle finden kann. Auf dem World's Edge, in der Raffinerie, Skyhook Train Yards, Sortierfabrik und Fragment West und auf dem Kings Canyon in der Airbase, Repulsor Tower im Käfig, Artillerie und Watchtower Nord. Dort sind die zu finden. Wie gesagt, die werden erst aktiviert. Warum denken wir mittlerweile schon, dass es mit der neuen Legende zu tun hat? Ganz einfach. Und vorab, ich habe Voicelines von der neuen Legende. Die zeige ich ganz zum Schluss, weil das geht über eine Minute. Das soll in Verbindung mit einem Event stehen. Es wird eine weibliche Legende sein, wieder mal. Da gibt es schon wieder einen kleinen Shitstorm gegen Respawn, warum es auf einmal so viele weibliche Legenden gibt. Mein Gott, kann man sich nicht überall irgendwas anderes beschweren? Was ist denn so schlimm daran, dass die neue Legende wieder Möpse hat? Mein Gott, absolut dramatisch. Regt euch über was Vernünftiges auf. Kann ich nicht nachvollziehen. Egal, darum soll es nicht gehen. Jetzt habe ich einen Faden verloren, verdammt. Ja, und ich habe den Ulti, das sieht aus wie so eine Art Lifeline-Drohne und ich habe 3 Finisher, alles animierte Bilder von dem Dataminer Biast 12. Ganz wichtig, bevor ich jetzt lang drum rumlaber, ich blende euch einfach mal das Trophy-System ein, das soll die ultimative Fähigkeit sein, soll sich wo Newton nennen, wie Isaac Newton, der Schwerkraftonkel, der mit dem Apfel, der die Schwerkraft entdeckt hat. Was kann dieses Ding? Wir sollen uns wohl im gesamten Squad an dieses Teil koppeln können und dann schweben wir in der Luft. Wie hoch, wie weit? Aktuell noch unbekannt. Es ist aber zu vermuten, dass wir so hoch fliegen können, dass wir von dort aus in den Skydive übergehen können. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Interessant dabei ist, was auch Aufschluss darauf gibt, dass es tatsächlich mit der neuen Legende... Walk hieß sie übrigens in den Gamefiles. Mittlerweile wurde sie umbenannt in Horizon. Ich blende gleich noch ein Bild dazu ein. Ich blende euch einfach mal noch kurz ein Standbild ein. Einmal dieses, das ist das aktuelle, was wir dann auf dem Kings Canyon und auf dem World's Edge finden können, von dieser Geisterfalle, könnte man sagen. Und so sieht die Draufsicht der Drohne oder der ultimativen Fähigkeit aus. Das kann ja kein Zufall sein. Also die ähneln sich extrem stark. Was gibt noch Aufschluss darauf, dass es Walk ist, beziehungsweise Horizon, wie sie jetzt heißen wird? Ich blende euch mal eine Liste ein. Moment, erstmal dieses Bild wieder weg. Nein, das war die falsche. Diese Liste ist schon verdammt alt. Die gibt es schon vor Season 3. Die hat die Reihenfolge der Legenden gezeigt. Die Namen. Und diese Liste hat bis jetzt immer recht behalten. Angefangen mit Crypto, Revenant, Loba, Rampart und jetzt Walk. Wie gesagt, Walk wird umbenannt in Horizon. Jetzt könnte der ein oder andere denken, ja, vielleicht ist es ja doch eine andere Legende. Nee, tatsächlich nicht so, denn Revenant hieß früher auch anders und zwar Blackout. Und Rosie, beziehungsweise Loba hieß vorher Rosie, so rum. Einfach mal der Vollständigkeit halber. So, die Finisher zeige ich jetzt erstmal als nächstes, bevor ich das vergesse. So ein bisschen im Paranormal Activity Style sehen wir leider nur, wie Loba hier hin und her gewirbelt wird. Jedoch nicht die passende Legende dazu. Sehr, sehr interessant. Bin ich gespannt. 3 Finisher, wie gesagt, an der Zahl haben wir hier. Jetzt möchte ich noch auf was anderes eingehen. Respawn hat insgeheim die neue Legende selber schon geteasert. Kurz vor Ende von Season 5 und ich habe es tatsächlich selber rausgelesen, habe es auch in dem Video erwähnt und zwar hat, glaube ich, eine Woche bevor die neue Season 6 rauskam, EA auf der offiziellen Apex Legends Seite schon sämtliche Map-Änderungen gezeigt und unter anderem, das habe ich, wie gesagt, habe ich alle Bilder gezeigt, habe da so ein bisschen was erzählt, unter anderem war dort dieses Bild von dieser riesen Explosionsschutzmauer zu sehen, die wir hochfahren können und dort ist mir dann gleich der letzte Satz aufgefallen und falls eure Legende über die entsprechenden Fähigkeiten verfügt, könnt ihr sie auch einfach überfliegen.
Wenn das kein Teaser von Respawn selber ist, dann weiß ich es auch nicht. Und dort habe ich dann auch gesagt, überfliegen klingt irgendwie wie eine andere Legende. Und ich glaube, dass ich auch den Namen der Legende da damals gesagt habe. Damals klingt so weit weg, war erst vor ein paar Tagen. So, die Ulti habe ich euch gezeigt. Was wollte ich noch erzählen? Am 6. Oktober wird es ein Story-Event-Countdown geben. Wie lange der Countdown jetzt läuft, ob das dann ein paar Stunden, 24 Stunden, vielleicht eine Woche ist, kann ich aktuell nicht sagen. Jedenfalls in Kopplung mit einem Event hat mit den Gravity Lifts zu tun, denn die Gravity Lifts sollen in dem Event aktiviert werden können, in Verbindung mit einzelnen Challenges, die wir meistern können, um eine Gravity Lift Codekarte zu bekommen, um diese Riesenteile zu aktivieren. Die werden aussehen wie, was weiß ich, überlebe 200 Gegner und sonst irgendwas. Ob du dann, wenn du das geschafft hast, dauerhaft diese Karte bei dir trägst, ich gehe mal davon aus. Nähere Informationen, wenn was rauskommt, auf jeden Fall auf meinem Kanal, das vorab schon mal. So viele weitere Informationen habe ich nicht. Ich kann euch aber noch sagen, dass wenn die ersten Lifte aktiviert werden, werden immer zwei zeitgleich auf dem World's Edge und zwei auf dem King's Canyon aktiv sein. Für eine Woche wohl wahrscheinlich. Und danach wechselt das für die nächste Woche dann die anderen Lifte, bis dann nur noch jeweils ein Lift pro Map übrig ist. Wie gesagt, das ist mit Challenges gekoppelt, das habe ich erzählt. Habe ich irgendwas vergessen? Ich überlege gerade. Habe ich das gezeigt? Ja, das waren die Spots. Was ich jetzt noch erwähnen möchte, hat rund um die neue Legende überhaupt nichts zu tun. Wie gesagt, bleibt dran, ich habe gleich noch Voice Lines für euch. Aber ein Abonnent namens Ehrenbruder86, Grüße gehen nochmal raus, der hat mir auf Instagram ein Bild geschickt, hat jetzt wirklich nichts mit dem ganzen Spaß zu tun, den ich jetzt gerade erzählt habe. Der hat mir folgendes Bild geschickt, ich zeige es euch als Videomaterial. Ich habe den Skyhook aufgesucht und dort gibt es ein Gebäude. Ihr seht auch oben links gleich in der Map, welches Gebäude das genau sein wird. Und zwar dieses welches. Es gibt im Skyhook gleich rechts das erste Gebäude neben diesem Haupttower. Gibt es ein Gebäude an einer Ausgangstür. Dort sind diese drei Poster zu finden. Ich interpretiere da jetzt ehrlich gesagt nicht zu viel rein. Aber Respawn meinte irgendwann mal, wenn man bestimmte Sachen entdeckt, die relativ selten erscheinen, ist da immer irgendein Sinn dahinter. Also es könnte sein, dass das irgendwas teasert. Das kann aber auch sein, dass einfach nichts dahinter steht. Wir sehen drei Poster. Für mich sieht das aus wie, was weiß ich, so eine Art Medical Center, Erste-Hilfe-Anweisung oder irgend sowas. Das linke Poster, das nennt sich Doktor. Wir sehen einen Arztkittel mit einer Drohne. Das sieht aus wie die Lifeline-Drohne obendrauf. In der Mitte haben wir so ein Herzsymbol auf dem Poster. Das sieht für mich aus wie so ein Symbol für einen Defibrillator. Und ganz rechts auf dem Poster sehen wir einen DNA-Strang. Mehr kann man da jetzt erstmal nicht reininterpretieren. Aktuell, laut meines Wissensstand, gibt es dieses Poster nur einmal. Ist euch das schon mal aufgefallen? Schreibt es in die Kommentare. Wisst ihr vielleicht sogar mehr? Könnt ihr das natürlich auch vervollständigen? Würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Jetzt kommen wir zu den Voice Lines rund um Horizon. Wie gesagt, das soll mit den Challenges bzw. mit dem Story Event in Verbindung stehen. Man könnte aus den Voice Lines vermuten, dass es entweder wieder eine Maschinenlegende ist oder es klingt so ein bisschen walkie-talkie-mäßig und zum Schluss hört man dann noch eine weiblichere Stimme ohne Verzerrung. Ich bin auf jeden Fall auf eure Meinung gespannt. Hat euch das Video gefallen? Lasst es mich wie immer mit einem Daumen nach oben wissen. Ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Viel Spaß jetzt nochmal bei den Voice Lines. Und dann war's das auch schon wieder von mir. Haut rein. Ciao. Hallo? Hallo, can you hear me? Oh, there you are. Oh, listen, I've got a wee proposition for you, darling. Perhaps we ought to meet at the firing range. Okay, I'm gathering data on the Apex games, and I'd love to gather some data on, well, you. Oh, don't think of this as an experiment, per se. Nothing to worry about, really. I mean, this is a totally voluntary, fairly low chance of dismemberment type deal. If you complete my diagnostic challenges, quite the reward is all yours. So, how about you show me what you're made of? Well, you're just pure dead brilliant, aren't you? Shall we meet back in the firing range? Aye, excellent, excellent. Reckon it's time for round two. Take this access key and have some fun, dear. Remember, you're a long time dead. Oh, fantastic data we're getting from you, love. Let's meet at the firing range. Well now, they've given us quite the way show, haven't they, Newtie? Clever tactics. Bold maneuvers. All that data you've provided us will come in handy when we face you in the games. Oh, where are my manners?
An official introduction is in order. Some call me Dr. Mary Summers, but you can call me Horizon. See you real soon, darling.